Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Es gibt neue Informationen in Richtung Arena-Modus. Da gibt es neue farbliche bewegte Bilder, nicht mehr ohne Texturen. Wir können davon ausgehen, dass definitiv in Season 9 der Arena-Modus kommt. 3 gegen 3, wer das noch immer nicht so genau weiß. Der Arena-Modus ist ein 3 vs. 3 Modus, wo zwei Teams aufeinandertreffen, die dann gegeneinander fighten können. So eine Art Team-Deathmatch. Ich habe Informationen rund um Titanfall, Verschmelzung, Apex Legends, Gedöns. Wir machen es nicht kurz. Ich zeige euch einfach mal einen Tweet von gestern, Apex Legends Newsseite. Chad Grenier hat in einem Interview gesagt, das ist der Game Director, dass wir in Season 9 und er hat es wortwörtlich mit einer Tonne von Titanfall-Elementen, die in Apex Legends implementiert werden, in Season 9 logischerweise auf die ein oder andere Weise, schreibt er. Er schreibt natürlich nicht, wie genau das aussehen soll. Hier kommt noch ein weiterer Post, der dazu ein bisschen was sagt. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Eine Menge Titanfall-Stuff kommt. Und das ist nämlich das erste hier in dem ersten Satz, direkt hier, wo mein Finger ist. Coming back next season, Season 9, you're actually going to see a ton of Titanfall coming back. Das klingt ja so, als wäre so ein bisschen Titanfall-Stuff schon mal da gewesen, der jetzt wieder zurückkommt. Aber a ton klingt für mich wie eine Tonne, wortwörtlich übersetzt. Also gehe ich davon aus, dass noch mehr Titanfall-Elemente zurück in Apex finden oder in Apex allgemein reinfinden. Und jetzt möchte ich einmal noch mal dieses, ich sag mal, geleakte Gameplay zeigen, was eindrucksvoll wohl beweisen soll, dass Blisk, der hier seine ultimative Fähigkeit zündet, und zwar einen Titan von Titanfall. Viele halten das für ein Fake. Vor dem 1. April wurde das veröffentlicht. Deutlich vor dem 1. April, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und hier sehen wir auch nochmal, dass bei der Aktivierung die Lifeline-Ulti kurz aufploppt. Es soll aber tatsächlich echt sein. Das sind alles noch Testbilder und so weiter und so fort. Und das ist ein riesen Titanfall-Element. Blisk ist einer der Hauptcharaktere aus Titanfall. Die Titanen sind ein Hauptgedöns aus Titanfall, logischerweise. Also gehe ich fest davon aus, dass das inklusive dieser ganzen Geschichte in Season 9 kommen wird. Also ich gehe davon aus, Blisk ist die nächste Legende in Season 9. Wobei ich trotzdem denke, das ist das Kuriose, ich zeige euch nämlich gleich noch Bilder vom Arena-Modus. Nochmal, geht fast 2 Minuten, ist echt interessant. Farblich, und dort ist ein Bild aufgetaucht, das habe ich jetzt aber hier nicht mit reingebracht. Dieses Symbol oder das Maskottchen von Walk, über die Legende, über die ich auch vor kurzem erst gesprochen habe, eine asiatische Legende, hat als Logo eine Motte, eine gelbe Motte, und dieses Logo ist in diesem Aufzugsschacht im Arena-Modus aufgetaucht. Also sind wir immer noch nicht so ganz sicher, welche Legende kommt nun, welche nicht. Ich denke, dass wir Mitte April auf jeden Fall mehr wissen. Ich werde jetzt erstmal darüber reden. Achso, Titanfall natürlich. Wir können davon ausgehen, dass in Season 9 wieder eine Waffe kommt aus dem Titanfall-Universum, so wie jede andere Waffe wohl, glaube ich, aus dem Titanfall-Universum ist. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Der Arc soll in Season 9 ebenfalls genervt werden, weil der wohl vielen zu mächtig ist. Wenn du wirklich von dem getroffen wirst, ist das ein absolutes Abfuckteil. Ansonsten wird auch versprochen, dass in Season 9 sämtliche Legenden wohl ohne Ausnahme einen Buff, einen Nerf, irgendeine Überarbeitung bekommen und keine Legende wohl ausgenommen wird. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Details habe ich hierzu nicht. Natürlich die ein oder anderen Gerüchte. Es steht immer noch im Raum, dass eigentlich Raven Buff bekommen soll, einen kleinen taktische Fähigkeitsbuff. Watson warten wir immer noch auf ein Rework, was eigentlich in Season 8 kommen sollte. Lobas Ability, also die taktische Fähigkeit, der Teleport, der soll auf jeden Fall einen fetten Buff bekommen. Krypto soll auch noch mal ein bisschen Liebe, wie sie es immer so schön sagen, abbekommen und so weiter und so fort. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich zeige euch jetzt mal noch die farblichen Bilder aus dem Arena-Modus. Das sieht wirklich sehr eindrucksvoll aus, und ich möchte auch hier noch mal betonen, ich habe es zwar schon besprochen, ich sage mal die 2 Minuten 10, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es definitiv nicht der Bloodhound-Spot vom World's Edge ist. Das erwähne ich auch nochmal, und wie ich denke, wie das Ganze funktioniert, wie wir da hinkommen, das erwähne ich auch.
Mehr dazu, wie gesagt, zum Start von Season 9. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in den nächsten 2-3 Wochen, wir sind nämlich gar nicht mehr so weit weg von Season 9, dass da noch weitere Leaks, Informationen, versteckte Sachen kommen, wo ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten kann. Das war es jetzt soweit von mir. Ich lasse euch jetzt mit den Bildern vom Arena-Modus so ein bisschen alleine. Wer da keinen Bock drauf hat, für den ist das Video jetzt vorbei. Das war es, wie gesagt, von mir. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war es jetzt von mir. Und noch frohe Ostern gewünscht. Bleibt gesund. Adieu. Also ich gehe übrigens davon fest aus, dass wir über das Trainingsgelände, das Kings Canyon Trainingsgelände, dort ist ja diese neue Plattform erschienen, dass wir von dort aus mit einem Flugschiff hier hingebracht werden. Wir sehen gleich noch den Außenbereich. Dort ist nämlich eine kleine Landestelle, wo so ein Schiff landen könnte. Hier sehen wir nochmal diesen Aufzugschacht. Hier waren nochmal diese Zellen. Links 4, rechts 4, muss ich mich übrigens nochmal berichtigen. Hier ist die Landestelle. Und auf dieser kleinen Plattform, die man gerade innen gesehen hat, war auch so eine Aktivierungsschaltfläche, wo wir dann mit dem Aufzug nach oben fahren, direkt in die Arena. Und viele dachten auch, als ich erstmalig die Bilder ohne Texturen von dem Arena-Modus gezeigt habe, dass das vom World's Edge der Bereich ist von Bloodhound. Das ist natürlich absolut nicht der Fall. Sieht man ja jetzt nun klar in den farblichen Bildern, dass das definitiv nicht dieser Bereich ist. Und man sieht auch, dass diese ganze Arena, wenn wir hier mal schauen, hier landet das Schiff. Dann haben wir hier unten irgendwo diese Zellen, wo wir wahrscheinlich erstmal so eine Art Wartebereich haben oder gefangen werden, keine Ahnung. Und dort ist dann dieser Aufzugsschacht mit dieser Schaltfläche und dann fahren wir hier hoch. Und dann sind wir eben in dieser Arena drin. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant.